So, hallo. Tja, jetzt, ihr seht mich zum ersten Mal, das ist mir egal. Ich habe nur gesagt, ja, jetzt mal mit Facecam einfach so, weil ich habe mir gedacht, so langsam vielleicht mal Amnesia. Wer weiß, nicht wahr? Und dazu deine Facecam wäre natürlich schon mal super toll. Ich habe gedacht, jetzt probiere ich das einfach mal aus, wie das so aussieht. Ich habe noch keine gute Cam, so eine Webcam habt ihr jetzt auf PC stehen, vielleicht wackelt die auch manchmal. Aber. Ja, jetzt bin ich da. Jetzt habt ihr mich am Hals und jetzt habt ihr ein Problem. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Vielleicht denkt ihr, oh, sieht aber auch super geil aus. Ne? Und dann habt ein Tuch neben euch. Naja, ist auch egal. Wo muss ich jetzt? Achso. Gehen wir mal hinter den guten Alan her. Hä? Er ist weg. Oh, da ist er. Spring, Alan, spring. Spring. Tu es. Ah, ist schon wieder so laut, oder? Nee, ist ja nur meins. Ist weg. Ich komme nicht weg. Fokussieren. Da ist er doch. Okay. Jagger. Immer dieser Jagger. Oh, mein Handy. Wollen wir mal reingucken hier, oder? Sie hatte ihre Nägel in mein Hirn geschlagen und mich zu ihrer Marionette gemacht. Weg damit. Okay. Oh, da ist er ja wieder, Ellen. Mensch. Spring gleich. Wir werden gemeinsam über diese Sache lachen und sie abhaken. Ich komm. Er ist. Hä? Er ist. Sie ist. Im Arbeitszimmer. Okay. Aber hier hab mich nicht. Hab ich mich. Letztes Mal erschreckt. Was? Ich guck mal aus dem Fenster. Ah, ja. Okay. Was ist das denn da? Ist das Spiegelung? Geh zu Knie und nein. Oh, eine Eule. Ein Uhu oder ein Vogel. Es ist ein Vogel. Ah, ein Vogel. Super. Sie können sie zurückschreiben. Was ist das da? Ich weiß es nicht. Und alles wird wieder gut sein. Sie hatte alles. Und das Manuskript war das Lösung. Sie können sie zurückschreiben. Ah! Ja. Ich schreibe. Ich regle das. Oh je. Ich bringe sie zurück. Nein, tu es nicht. Nein. Ich. Nein. Hab's geschrieben. Also ja, doch. Aber sie verarscht dich. In der Dunkelheit. Jetzt habe ich mich erschreckt. Eine Woche lang. Ein fast fertiges Manuskript. Er kennt mit Sicherheit PewDiePie, der hat diesen Heartbeat-Gedöns dran. Ja, der ist jetzt bei mir auf 180. Aber egal, ich habe mich nicht so erschreckt, ne? Sonst hättet ihr so ein Troll-Facebook von mir bekommen und das wäre nicht so schön. Aber ich habe mich erschreckt. Mann, was eine Scheiße. Egal, warte jetzt. Wir hören jetzt mal zu. Genug gewesen, meine Flucht in die Geschichte einzubauen und dafür eine Taschenlampe in der Hütte bereitzulegen. Um die Horrorgeschichte zu unterbrechen, bevor an ihrem Ende alles vom Dunkel verschlungen wird. Zane war schwach und in weiter Ferne, aber ich hatte ihn in die Geschichte geschrieben und sein Licht hatte genügt, mich zu befreien. Es ist nicht hier, ich bin hier, so steht es geschrieben. Ich warte auf mich, um sie zu befreien. Beeilen Sie sich, es weiß, dass ich hier bin. Es wird bald zurück sein. What the fuck, was ist das denn für ein Ding? Von meiner Barbara vor langer Zeit gestohlen. Sie sieht alt aus. Oh mein Gott!
Jetzt weiß ich, ob er das endlich ist. Mein Verstand eingenommen von Dunkelheit. Ich hab das hier ganz nicht kapiert. Ich hab gedacht, wer ist das? Ein, was willst du von mir? Ey, wir sind hier etwa bei Bioshock oder was? Nein. Okay. Die Woche in der Hütte forderte ihren Tribut. Ich war kaum noch bei Bewusstsein und wurde immer schwächer. Ah, sieht geil aus. Es muss sehr viel abverlangt und ihn noch tiefer an jenen dunklen Ort getrieben haben, in dem er herumgeisterte. Doch er hatte es geschafft, das Dunkel zu schwächen. Was, ich mach doch gar nichts. Diese Nacht gerettet. Hat keiner gemerkt. Mal auf die Uhr gucken, wie lange ich aufnehme. Also, jetzt nach knapp 5 Minuten oder so, gucke ich dann mal. Ich schrieb es. Es ist meine Schuld. Ganz Moment. Genau, James Joyce. Es ist ihre Schuld und sie bezahlt dafür. Ich schrieb es. Es ist meine Schuld. What the fuck, wer ist das? Das war's doch nicht, nein. Es geht noch weiter, auf jeden Fall. Keine Angst. Das war Episode 5 oder so, ne? Ende von Folge 4. Tja, meine ich doch. Unter dem Einfluss des Dunkels schrieb ich eine Horrorgeschichte, die wahr wird. Jagger war die Lektorin. Was? Ich war ein bisschen vertieft. Die Geschichte sie immer mächtiger und mächtiger. So wird ich geträumt. Mir war klar genug gewesen, meine Flucht in die Geschichte einzubauen. Zusammen können wir etwas absolut Wunderbares erschaffen. Der See, er beeinflusst irgendwie die Kunst, die sie erschaffen wird. Er macht sie wahr. Autounfall. Meine Mutter gab mir einen alten Lichtschalter. Klicker, ne? Alice ist in einem dunklen Gefängnis. Ich muss dringend zu Cynthia Weaver. Es ist ihre Schuld und sie bezahlen dafür. Barry. Mit dem hatten wir ja die Party. Wir rekordverdächtige Besucherschau aus der Umgebung. Natürlich hoffen wir, den Rekord zu brechen, den Audrey... Folge 5. Ja, mit der Technik. Ich weiß gar nicht, wie viele Folgen es gibt. Gefragt, was am Hirschfeld so besonders ist. Und ich denke, es ist das Folgende. Es geht um Freundschaft und Gemeinschaft. Uns steht eine Riesenparty bevor, aber lasst uns bis morgen noch Ruhe bewahren und die Nacht gut... Brightfall Sheriff. Okay. Station. Ich habe es. Jemand wird kommen. Barry! Wenn es an der Zeit ist, hat Thomas geschrieben. Es ist von ihm. Und ich, aber was? Die ich kapiere das schon wieder nicht. Bewachen, warum sind wir im Gefängnis? Ich hab den letzten Partner nicht mal im Kopf. Immer im Licht. Auf sie! Alle Manuskriptseiten waren weg. Der FBI-Agent hat. Bright Dinner. Ich glaube, meine Zunge hat mir gerade in den Mund geschissen. Oh, Wahnsinn, wir sind jetzt im Knall. Oh. Super, jetzt können wir das Spiel von neu spielen. Echt, der ganze Aufwand von den Manuskripten und der FBI-Agent hat es einfach genommen. Jetzt spielen wir endlich mal. Ich nehme ja schon die ganze Zeit auf, ich habe noch nicht einmal die Maus angefasst. Doch, habe ich am Anfang. Verdammt. Was, die alte Schrulle? Das sagen sie immer, nie wieder Alkohol. Die werden uns nicht... Ich musste erst ein wenig lesen, Sheriff. Und ich darf Ihnen sagen, es war eine interessante Lektüre. Tja, jetzt habe ich dich, Raymond Chandler. Es steht alles hier drin, all die Beweise. Auch die für eine Verschwörung zur Ermordung eines Bundesagenten. Aus der Sache werden Sie sich nicht mehr rausreden. Hören Sie mich da drin, Brad Easton Ellis? Raymond Chandler. Ich bin zu blöd, ich kapiere das Spiel nicht. Aber es ist gut. Ja, wir alle wollen etwas, Sheriff. Ich wollte das mir... Das ist derzeit natürlich höre ich dich, Mann. Das ist nur ein Gitter. Keine Wand. Eine Gitterwand. Bin wieder lustig. Okay, der ist auch noch. Liegt hier irgendwas rum? Nee, ne? Wake, was ist los? Sind Sie bescheuert? Das ist ein Trick. Ein offensichtlicher Trick. Okay, ich habe genug von dem ganzen Quatsch. Wake, erschreckt mich nicht wieder. Damit. Ja, klar. Agent Nightingale, Ihre Meinung wäre wichtiger, wenn Sie nüchtern wären. Und wenn ich tatsächlich glauben würde, dass Sie offiziell hier sind. Wow! Los! Zurück in die Zelle, Stephen King! Der einzige Weg, wie Sie diesen Ort verlassen, ist über meine Le- Moment mal! Das kenne ich! Stephen King! Den kenne ich! Oh mein Gott. Aber ich habe noch keine Seite von irgendwelchen Büchern von ihm gelesen. Nur so können wir dieses Ding bekämpfen.
In mein Büro. Da habe ich Ihre Sachen. Folgen Sie mir. Oh Mann! Ohne Licht haben wir keine Chance! Bleiben Sie ruhig. Ich kann den Notstromgenerator Mann. Anmachen. Hä? Komm, Barry. Barry. Din, din, din. Barry. Din, din, din. Barry. Oh Mann, ich hasse es. Warum muss das immer dunkel sein? Ich glaube, ich spiele mal, als dieses Let's Play immer schön ist. Ich habe noch Mirror's Edge nebenbei, nur ich habe noch nicht aufgenommen. Schon länger nicht mehr. Muss mal wieder, ne? Ich muss, glaube ich, mal wieder. Oh, oh. Barry ist weg. Barry. Oh mein Gott. Barry. Nein. Was tust du? Oh, da steht er. Hm, natürlich im Dunkeln. Hat er keine Ahnung. Nur ein Auto. Okay. Thermosflasche. Nehme ich. Liegt da auch was? Hallo? Mann, ich hänge fest. Hier Ihre Sachen. Wake, was muss ich wissen? Was brauchen Sie von mir? Man kann Sie nur im Licht verletzen. Nur im Licht. Okay. Ich muss Cynthia Weaver finden. Die kann mir dabei helfen, es zu beenden. Licht. Okay. Cynthia. Meine Sachen wo? Sie lebt in dem alten, abgeschalteten Kraftwerk. Ich kann sie schnell mit dem Rettungshubschrauber hinbringen. Jetzt habe ich wieder so eine komische Ta- Ich hatte doch so eine Hochleistungs- Was? Nein. Wir machen den Heli-Stab klar, aber ich Hochleistungstaschenlampe. Ich kann nicht Wo ist die hin? Manu. Nö, ich werde jetzt nicht mehr spielen. Bleib jetzt hier stehen. So. Hier ist eine Liste mit Leuten und Telefonnummern. Ist mir egal. Ich guck mir so ein bisschen um, aber... Pff. Was haben wir denn da? Meeting Room. Sheriff's Office. Ah, schön. Ist mir egal. Pff, wenn die gleich nicht einfach vor mir liegt, dann spielt nicht weiter. Also ist das jetzt hier offiziell beendet. Nein, mein Scherz. Vielleicht. Ich habe jetzt kaum zugehört, ich Idiot. Mann, verdammt. Ey, es leckt ein bisschen. Hallo, was soll das? Ne, jetzt geht's wieder. Kann ich hier rein? Meine Kopfschmerzen wollen, dass du still bist. Hier? Auch nicht. Oh Mann, ich erschreck mich die ganze Zeit hier. Leck mich. Mann. Genau. Barry, jetzt sei mal ruhig. Mist. Was immer sich Nightingale geholt hat, hat auch die Torsteuerung zerlegt. Von hier kommen wir nicht an den Schaltkasten. Zwar einfach. Wir müssen auf die andere Seite des Dachs. Viel zu einfach. Wenn ich drüben bin. Sie bleiben hier im Licht und geben mir Deckung, okay? Sicher? Okay. Otto. Aber Otto. Sie. Toll. Super. Was soll das denn? Oh nein. Ich musste aufs Dach, um auf die andere Seite des Lithiumbatterien. Okay. Fokussieren, was kann ich. Ach so. Das wird gemacht. Gar kein Problem hier. Oh, so. Ha! So leicht gebe ich mich hier nicht geschlagen, Freunde. Was machst du da? Ich habe hier Rambo neben mir, das ist mein Buttergarn. Oh, leck mich am Arsch. Und hier das Terrarium ist gleich direkt neben mir. Was steht da? In light you can hurt them. Ja, das weiß ich auch. Lustig. So, gehen wir mal hoch. Komm. Nein, verdammt, bin ich gesprungen, das war nicht gut. Ich sehe keine, ach da. Wollte schon sagen, kann doch nicht sein hier. Von wo, von wo? Oh Mann! Noch mehr.